Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handpuppen unter der Lupe. Heute mit dem Himmelsdrachen von der Firma Volkmanis. Der Himmelsdrache ist eine sehr schöne, detaillierte Handpuppe, die noch dazu gut verarbeitet ist. Ich bin begeistert auch von der Größe. Also das ist wirklich eine wunderbare Größe. Der ist etwas über 60 cm lang, ist auch ungefähr 60 cm breit mit seiner Spannweite, wenn er die Flügel halt quasi ausgebreitet hat, und hat ungefähr eine Höhe von 20 cm, wenn er dann sitzt. Wie aber der Drache genau im Detail aussieht, das möchte ich mir mit dir etwas genauer anschauen. Viel Spaß! Fangen wir als erstes mal beim Kopf an. Als erstes fällt auf, dass die Augen leicht asymmetrisch sind. Das habe ich hier als kleines Manko anzubieten. Ansonsten finde ich die Augenpartien sehr gut gearbeitet. Das ist halt wirklich auch hier unter einer Art Augenlid, möchte ich es mal sagen. Dann die Augen selber sind halt auch so, dass sie dann hier aus diesem Ganzen hervorstechen, dass es wirklich so eine Art Halbkreis ist. Das hatten wir auf beiden Seiten. Dann haben wir hier oben zwei kleine Hörner, die auch sehr starr sind. Also das heißt, die verbiegen sich nicht so einfach, beziehungsweise können halt nicht so einfach verbogen werden und gehen halt auch immer wieder in ihre Ausgangsposition zurück. Dann haben wir hier oben so schönes Zottelplüsch. Wie immer fusselt das so ein bisschen am Anfang. Was ich halt auch schön finde bei diesem Zottelplüsch ist, dass dann hier, man kann es schlecht leider sehen, hier so zwei schwarze Applikationen damit bei sind, also zwei schwarze Streifen, die das Ganze nochmal interessanter machen, wie ich finde. Zwei Ohren gibt es, die sind so leicht, in sich gedreht. Also das heißt, dass hier so eine Art Gehörgang, ich weiß, das sieht jetzt gerade nicht schön aus, dass hier so eine Art Gehörgang nachgebildet wird. Und dann ist hier ein Teil, der sich so ein bisschen nach vorne klappt. Also sehr schön gestaltet, wie ich finde. Dann haben wir hier vorne zwei Nasenlöcher, wo man auch so ein bisschen quasi mit den Fingern reingehen kann. Ja. Dann haben wir hier vier Zähne, die sind, ich würde sagen, so ein bisschen gummiartig, sehr fest, auch ein bisschen spitz, nicht richtig, also sind es entschärft, aber sie sind halt schon sehr hart und nicht so wie bei anderen Handpuppenherstellern, wie man das kennt. Klappt mal selber, die Zunge ist nicht bespielbar hier. Die Zunge selber ist auch hier ein bisschen rund. Warum? Ob das so gewollt ist? Keine Ahnung. Ich finde, das sieht irgendwie, es ist so, als ob der halt irgendwas vielleicht gerade in sich reinschlingen will, so wie das halt bei Fröschen der Fall ist. Denn die fangen ja halt auch ihre Fliegen mit ihrer Zunge und finde, daran erinnert mich das so ein bisschen. Die Zähne selber, die gehen nicht aufeinander, sondern sind halt leicht versetzt. Sehr gut gemacht. Und dann haben wir hier unten am Kinn von dem Drachen auch nochmal ein bisschen Zottelplüsch. Dann haben wir hier zwei Vorderpfoten bzw. Hände, die auch bespielbar sind. Zu der Bespielbarkeit sage ich gleich nochmal was. Und dann haben wir hier den Bauch, und unter dem Bauch ist quasi auch der Eingang dann in das Klappmorgen bzw. der Zugang dann halt zu den Händen. Aber wie gesagt, das machen wir dann gleich. Flügel sind auf der Unterseite so anthrazitfarben. Alles vom Stoff her übrigens sehr weich mit einer bestimmten Streichrichtung. Also man kann auch gegen den Strich, dann fühlt sich das sehr rau an. Finde ich ganz toll gemacht. Dann die Flügel auf der Oberseite, auch toll gearbeitet hier mit dieser Nachbildung der Flügelhaut. Nochmal hier, also überall. Im Prinzip sind nochmal so kleine Details dann, ne? Also einmal hier mit der Flügelhaut, dann hier vorne halt auch so eine Art Kralle wieder. Dann haben wir hier überall auch nochmal so eine Art Unterteilung, man sieht das so ein bisschen schlecht. Von dieser Haut, die der Drache hat, von dem Panzer.
Dann die Vorderpfoten, die sind leider, ja, leider, also ich finde es so ein bisschen nachteilig, aber mich würde mal interessieren, was du darüber denkst. Die sind halt miteinander vernäht. Also hier ist es, du ursprünglichen Hinterläufe des Drachen und es ist halt beides miteinander vernäht. Man kriegt es halt nicht auseinander. Finde ich so ein bisschen schade. Fußunterseite ist auch nochmal so eine Art Bronzeton. Das hier ist übrigens auch alles Bronze, was du hier siehst. Dann haben wir hier Krallen nochmal dran. Die sind anders gearbeitet als jetzt die Zähne. Die Krallen sind dann eher so, dass es so eine Art Kunstleder ist, die dann halt dementsprechend geformt ist. Ist auch, man kann es auch so ein bisschen eindrücken, wenn man da so drauf drückt. Ist ganz toll gemacht. Ich mag das sehr. Und dann haben wir noch den Schwanz von dem Drachen. Und das ist hier so eine Art kleiner Bommel, um den sich hier halt so ein bisschen Fell dann rumschmiegt. Was wir nicht vergessen dürfen beim Drachen, sind natürlich die Schuppen hier am Rücken, also die Stacheln, die Zacken, die er hier hat. Die haben wir hier zweireihig, und zwar einmal hier auf dieser Seite vom Rücken. Wenn wir das uns von oben anschauen, dann haben wir hier auf der anderen Seite auch nochmal. Die laufen dann halt hier zusammen, vereinen sich und dann bis zum, ja, diesem Puschel hier ist das im Prinzip durchgängig. Fängt dann halt hier oben ab der Schulter an. Hier selber sieht man es am Kopf, da sind keine Stacheln, beziehungsweise Rückenschuppen, beziehungsweise Kopfschuppen. Das geht wirklich erst ab hier los. Kommen wir jetzt einmal zur Bespielbarkeit. Ich sagte es schon, wir haben den Eingang zum Klappmaul hier unten. Dann kann man da rein gelangen und kann, ich muss das einmal mit der anderen Hand machen, weil sonst sind die Schilder im Weg. Und dann kann man die Hände am besten, also ich mache es mit Daumen und mit dem kleinen Finger, kann man die Hände bespielen. Ich zeige das auch gleich nochmal in einem separaten Video. Klappmaul gleichzeitig wird schwierig, also das Einzige, was ich machen kann, ist noch mit meinem Zeigefinger und mit meinem Mittelfinger das irgendwie so ein bisschen zuhalten. Das ist die einzige Chance, die man hat mit großen Händen. Ansonsten würde das dann halt wirklich dann auch so aussehen. Also entweder Klappmaul oder Hände bespielbar. Ansonsten komme ich noch, ja, so gerade eben mit meinem Handgelenk da rein. Es wird schon ein bisschen enger hier in diesem Bereich mit meiner großen Hand. Und dann kann ich das Klappmaul auch bespielen. Der liebe Drache, ich habe das schon gesagt, eingangs ist 60 cm lang, also etwas über 60 cm lang, hat eine Spannweite von ca. 60 cm, 20 cm hoch, kostet derzeit ungefähr so um die 90 Euro. Ja, ist natürlich ein stolzer Preis, aber man muss wirklich die ganzen Details beachten, wie aufwendig doch teilweise diese Handpuppe gestaltet ist und was da alles dran ist. Also ich finde, es ist wirklich durchaus ein gerechtfertigter Preis. So wie bei, ja, ich möchte sagen, fast allen Volkmannshandpuppen. Du musst für dich entscheiden, ob dir das Geld wert ist. Schau dir die Handpuppe einmal an. Ich würde sagen, das war's für heute. Sag tschüss, alles Gute, dein Hannes.